Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Und damit, hi ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge XCOM Enemy Unknown mit eurem Commander Ron und dem guten Squad. Also meine volle Truppe, was das betrifft. Leider ist jetzt die Zeit, wo ich Rookies trainieren kann, vorbei. Ich hoffe, ich kann es auch vermeiden. Mülleimer sind jetzt nicht die perfekteste Deckung, aber mir bleibt irgendwie gerade keine andere Wahl. Also manche Startpositionen sind echt beschissen. Gutko könnte ja aufs Haus rauf wahrscheinlich, wenn man da irgendwo hochklettern kann. So, ganz weit hinten. Okay. Feuerschutz und Runde werden. Ha. Nichts. Absolut gar nichts. Okay. Slim, guck mal vorne die Türe. Siehst du was? Nein. Weird. Okay. Kilipe, an das Schild, das ist hohe Deckung. Saya, du gibst Kilipe mal bitte auf der Seite auf jeden Fall Deckung. Dass ich dich nicht ganz alleine davor laufen lasse. Ich darf die Leute nicht zu sehr splitten, was das betrifft. Lee, vor. Und wir haben sie gefunden. Ich weiß nicht, ob Gutko durch das ganze Ding hier durchschießen kann, aber... Er könnte hier hoch. Also ich könnte es schaffen, Gutko auf erhöhte Position zu bringen. Hätten wir schon mal einen riesen Vorteil. Problem ist, er muss erstmal nach vorne. Okay. Es sind alle auf Feuerschutz. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Also bis auf Leo und Gutko. Okay. Sie haben wieder dreckigen Gedankensex. Baller ihn um! Sire! God damn it, Sire! Kilipe? Schöner Treffer, aber leider nicht tot. Sire. Ah, sehr schön. Gut. Frage ist, wo ist der andere? Sieht ganz aus, als wäre er da hinten, das heißt, wir könnten eigentlich... Slim, vor und dann mit einer Granate... So, dass ich den Alien nicht erwisch, aber das Viech erwisch. Ja, das sieht gut aus. Sind beides Aliens. Ah, ich habe ihn doch erwischt. Okay. Gut. Sehr schön. Gut, darf wieder vorsprinten. So, ja, das ist jetzt eine gute Frage, was mit dir. Auch mal komplett vorsprinten. Ich will nicht alle sprinten lassen, weil ein paar Leute sollten... Oh nein! Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt ziemlich schlecht. Ich glaube, ich habe was gehört. Jimmy? Komm schon, mein Freund. Oh ja. Yeah. Wir lösen das Problem. Jimmy Style.
Wie viele Raketen braucht man, um ein Auto und drei Sektoiden zu killen? Eine. Sehr schön. Damit wäre das Problem auch schon mal geklärt. Oh, Floater. Schwer zu sagen, wo das organische Gewebe aufhört und die Maschine anfängt. Schönheitspreise gewinnt das Ding nicht, so viel steht fest. Die! Ich liebe dieses Spiel. Okay, weiter geht's. Run and Gun. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir irgendwie diesen letzten Alien noch austreiben. Ha! Sind noch mehr als einer. 65%! Nice! Kilibe! Durch die Wand! Sehr schön. Problem bei der Sache ist jetzt 64%. Slim, schalt ihn aus. Leute, ihr seid heute on fire, sogar ein Crit. So, jetzt kann ich Gutgo nämlich hier hoch befördern und ein bisschen den Rücken sichern. Die Frage ist jetzt, Zaya. Vielleicht direkt ans Fenster mit Run and Gun und dann gucken, ob wir irgendeinen sehen. Wir müssen nicht jede Runde einen gefangen nehmen, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass unser Team komplett überlebt. Okay. Ein kleiner Sektoid. Wo ist er? Das ist eine verdammt gute Frage. Wir können jetzt natürlich nicht durchs Fenster, weil da Autos davor stehen, immer diese Falschparker. Switch mal auf die Pistole. Weil jetzt brauchen wir den Overwatch auf jeden Fall. Jimmy, wenn das sich irgendwie zurückzieht, ja, mach Ratatouille mit der Gatling draus. Okay, er ist da oben. Okay, da ist er. Mach Ratatouille draus! Good job. Einsatzziele erreicht. Nice. Nice. Sehr schön. Was? Panik? Warum Panik? Jetzt muss ich den Satelliten hinschicken. Sonst kriege ich die Panik nicht ins Hin. Wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich bin froh, dass alle wohlbehalten zurück sind. Panzerbrechende Munition ist besser. Roboter sind später echt ein Pain in the ass. Kilipe. Schnellfeuer. Übelst gut. Übelst gut. Zweimal schießen. Slim. Oh, nice. Du bist ein Sanitäter wahrscheinlich. Good go. Ich find's fast besser mit der Pistole, weil das hast du so selten und die Pistole ist wesentlich öfters im Einsatz, deswegen. Pistolero! Und Saya, du bist aggressiv. So. Schäferautopsie haben wir jetzt. Nice. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Okay. Forschung ist Schalenrüstung, das ist wichtig. Sehe, desto weniger möchte ich sehen. Entstellte Ungetüme aus Fleisch und Metall, angetrieben. Wir bezeichnen dieses Exemplar als Schweber.
Ich bin mir sicher, es ist klar, warum. Das Forschungsteam untersucht weiter, wie die Aliens verhindern, dass das organische Material die mechanischen Teile abstößt. Sie scheinen perfekt zu harmonieren. Okay, wir brauchen auch langsam bessere Flugzeuge, definitiv. Immer für einen Weg, das Leben zu verbessern, die ewigen Fragen der Menschheit zu beantworten. Die Aliens jedoch... Es scheint klar zu sein, dass die Wissenschaft für sie nur ein Mittel ist, um Lebensformen zu benutzen und auszulöschen, wie es ihrem Ziel entspricht. Was immer das sein mag. Okay. Dünner Mannleiche. Wir haben noch keine dünnen Mannleichen. Ah, cool. Aufzug ist fertig. Nice. Oh, es ist ein gelandetes UFO. Das heißt, wir können den Pulsbogen gut einsetzen. Ich hoffe, wir schaffen das. Slim, ich nehme dich jetzt erstmal raus. Big Mama. Lucy Wright. Wir haben Lucy Wright. Das hört sich fast an wie Trucy Wright, wer Ace Attorney kennt, aber... Soll ich den schweren Soldaten mitnehmen? Aber ich kann ihn zumindest mal befördern erstmal. Mache ich den auf Ballereien. Aber ich denke, bei sowas wäre... Ich will Rondine und Slim gleichermaßen hochtrainieren, was das betrifft. Definitiv. Mir wäre es natürlich recht, wenn ich ganz kurz noch... Sehr schön. Die Schalendinger scannen kann, damit ich zumindest Schalenrüstungen machen kann für unser Team. Skelettanzug. Blasterpistole. 40 Waffenfragmente. So, was kosten die Schalenrüstungen? Das ist jetzt die gute Frage. Zu wenig Ingenieure. Die Werkstatt ist schon im Bauen, aber... Oh, das UFO ist weg. Na egal. Commander, wir haben den letzten UFO-Kontakt nicht mit unseren Kampfjets abgefangen. Hoffentlich richtet er keinen ernsthaften Schaden an. Wir haben einen neuen Kontakt. Er sendet ein merkwürdiges Signal. Fast so, als wäre er auf der Suche nach etwas. Ja, er sucht den Satelliten. Alles runter! Oh, Gott sei Dank. Okay, wir haben das UFO wieder runtergeschossen. Jetzt können wir unsere Truppe losschicken. Bis zum nächsten Mal bei XCOM Enemy Unknown mit eurem Commander Ron. Und sorry, dass die Folgen so kurz sind, aber die Missionen sind manchmal schnell vorbei. Bye bye!